Thomas Mann, Theodor W. Adorno, Briefwechsel von 1943 bis 1955. 43 Briefe gelesen von Dieter Hattop im Dezember 2021 in Zürich. Thomas Mann an Theodor W. Adorno, erster Brief, Pacific Palisades, 5. Oktober 1943. Lieber Dr. Adorno, für den gestrigen reichen Abend noch einmal vielen Dank. Und hier ist, damit es ja nicht verloren geht, der Artikel zurück. Eine erregende Lektüre und sehr wichtig für Kretschmer, der auch zu musikhistorisch bei der verabsolutierten Persönlichkeit stehen geblieben war, während er doch der Mann sein sollte, auf den Gedanken zu kommen, dass, wenn Tod und Größe zusammentreffen, ein Objektivismus mit Neigung zu Konvention entsteht, in dem das Herrisch-Subjektive ins Mythische übergeht. Wundern Sie sich nicht, wenn er dergleichen noch in seine Suade aufnimmt. Ich scheue in diesem Falle vor keiner Montage zurück, habe das übrigens nie getan. Was in mein Buch gehört, muss hinein und wird von ihm auch resorbiert werden. Ich wollte Sie noch bitten, mir in ganz einfachen Noten das Arietta-Thema des Variationensatzes aufzuschreiben und mir den Ton anzugeben, der bei den letzten Wiederholungen so eigentümlich tröstlich vermenschlichend hinzukommt. War es ferner auch in diesem Satz, dass die Melodie mehr im Akkordischen als in den wiederholten, gleichbleibenden Obertönen besteht? Welcher Ton war es noch, der sich viermal bei wechselnden Akkorden wiederholte? Ich brauche musikalische Intimität und charakteristisches Detail und kann sie nur durch einen so erstaunlichen Kenner wie Sie gewinnen. Herzliche Grüße von uns zu Ihnen, Ihr Thomas Mann. Zweiter Brief, Thomas Mann an Theodor W. Adorno, Pacific Palisades, 27. September 1944. Lieber Dr. Adorno, in diesen Vortrag des Dr. Albersheim bekam ich zugeschickt und habe ihn mit nachdenklicher Zurückhaltung gelesen. Er hat bei dem Musikkongress starke Beachtung gefunden und es heißt, dass er dem Verfasser einen musikwissenschaftlichen Lehrstuhl eintragen wird. Sie werden verstehen, dass mich Ihre Meinung darüber, ich meine nicht über den Lehrstuhl, außerordentlich interessieren würde. Das Studium Ihrer Wagner-Arbeit geht demjenigen der Fragmente voran. Bis jetzt hat mich der Abschnitt über das Phantasmagorische, den Schein und die Verkleinerung am meisten entzückt. Lohengrin als winziger Elfenfürst mit der Pianissimo-Trompete für das Horn ist einfach wundervoll. Ihr Thomas Mann. Dritter Brief, Thomas Mann und Theodor W. Adorno, Pacific Palisades, 13. Dezember 1944. Lieber Herr Dr. Adorno, hier ist der Brief, der gerade an den Präsidenten Kleinsmith abgeht. Ich hoffe, es recht gemacht zu haben und halte für möglich, dass er in der Suche noch persönlichen Kontakt mit mir sucht. Jedenfalls wird er in Musikerkreisen Erkundigungen einziehen. Ich habe noch zu danken für Spengler Today, eine kluge, erkenntnisvolle Arbeit wie all das Ihre. Vielleicht hätte die oft alberne Nietzsche-Parodie und die kindische Romantik der Raubtierbewunderung noch mehr Bloßstellung verdient. Aber Ihre Kritik ist sehr gerecht. Man wird an alles erinnert, das Kaptivierende und das Abstoßende, an das im ersten Augenblick traditionell Gewinnende, an Goethe, Schopenhauer und an den bösen Oberlehrer. Ihr ergebener Thomas Mann. Vierter Brief Theodor W. Adorno an Thomas Mann, Los Angeles, 3. Juni 1945. Verehrter und lieber Herr Dr. Mann, es ist mein tiefes Bedürfnis, zu Ihrem 70. Geburtstag alles Glück und alles Schöne Ihnen zu wünschen. Das Datum ist so unvermerkt herbeigeschlichen und findet Sie so ganz inmitten der ununterbrochenen Arbeit und selbstvergessenen Produktion, dass es einem schwerfällt, an die Zahl der Jahre zu glauben, dass man sich scheut, auch nur daran zu erinnern. So als wäre schon die Gratulation, die eine Zäsur setzt, ein ungebührlicher Eingriff in den Gang einer geistigen Erfahrung, die eben darin besteht, nichts ihr Fremdes von außen Gesetztes zu dulden und das Menschliche gerade durch die Memoire involontär auszudrücken. Trotzdem werden Sie es vergeben, wenn der Betrachter das tut, was die lautlose Unermüdlichkeit Ihres Werkes am strengsten sich versagt und innehält, um Ihnen zu danken mit der Hoffnung, dass jene Zäsur Ihnen selber
so unbemerkt bleibe, in jedem Sinne, wie die Tatsache des feierlichen 70. Geburtstages, dem ein subtiles, scheues und ironisches Kunstmittel dünkt, der ein wenig auf ihre Schriften sich versteht. Wer, könnte man fragen, ist der Utopie des Jünglings, dem Traum einer von Zwecken nicht entstellten Welt, treuer geblieben als sie, der sie alles an Reife und Verantwortlichkeit wandten? Ist nicht ihr ganzes Œuvre eine einzige Verschränkung des Frühen mit dem Späten, eine einzige bestimmte Negation des mittleren normalen Lebens dazwischen? Ist nicht gar der 70. Geburtstag der wahre Kontrapunkt zu dem Opernabend Hannos? Meinen privaten Dank jedenfalls wüsste ich nicht genauer zu bezeichnen als damit, dass der Klang ihrer Sätze und die Art ihrer Gestalten so auf dem Grunde der Jahre sich niedergeschlagen haben, in denen ich aufhörte, ein Kind zu sein, dass ich sie von den Freundschaften und der Verliebtheit jene Jahre gar nicht mehr zu scheiden vermöchte. Ein Stück angeredeten Daseins vor aller Kunst und eben damit die primäre Erfahrung von Kunst selber. Solche geistig-biologische Nähe ist der Gegenpol des anderen, womit sie im Innersten mich angerührt haben. Als ich sie hier an der entlegenen Westküste treffen durfte, hatte ich das Gefühl, zum ersten und einzigen Male jener deutschen Tradition leibhaft zu begegnen, von der ich alles empfangen habe, noch die Kraft der Tradition zu widerstehen. Das Gefühl und das Glück, das es gewährt, Theologen würden von Segen sprechen, wird mich nie mehr verlassen. Im Sommer 1921 bin ich einmal in Kampen unbemerkt einen langen Spaziergang hinter ihnen hergegangen und habe mir ausgedacht, wie es wäre, wenn sie nun zu mir sprechen. Dass sie 20 Jahre später wahrhaft zu mir gesprochen haben, das ist ein Stück verwirklichter Utopie, wie es einem kaum je zuteil wird. Eigentlich wollte ich die Zäsur mit ein paar neuen Liedchen ehren, aber mein elend geplagter Kopf hat es dazu nicht kommen lassen. Ich hoffe, es nachzuholen. Weit mehr aber am Herzen liegt mir, dass ihnen die Trauer über den grauenvollen Zustand der Welt nicht die Freude an der Vollendung des Leverkühn beeinträchtige, auf den ich mit ungeduldigen Ohren warte. In herzlichster Verehrung, Ihr Theodor W. Adorno. Fünfter Brief an Thomas Mann an Theodor W. Adorno, Pacific Palisades, 30.31. Dezember 1945. Lieber Dr. Adorno, ich möchte Ihnen einen Brief schreiben über das Manuskript, das ich neulich bei Ihnen zurückließ und das Sie wohl gar schon zu lesen im Begriffe sind. Ich habe nicht das Gefühl, mich dabei in meiner Arbeit zu unterbrechen. Die wunderliche, vielleicht unmögliche Komposition, soweit sie vorliegt, in Ihren Händen zu wissen, hat etwas Spannendes für mich. Denn in immer häufigeren Zuständen der Müdigkeit frage ich mich, ob ich nicht besser täte, sie fallen zu lassen, und es kommt ein wenig auf das Gesicht an, das Sie dazu machen werden, ob ich daran festhalte. Worüber es mich hauptsächlich kommentierend Rede zu stehen verlangt, ist das Prinzip der Montage, das sich eigentümlich und vielleicht anstößig genug durch dieses ganze Buch zieht, vollkommen eingeständlich, ohne ein Hehl aus sich zu machen. Es wurde mir noch neulich wieder auf halb amüsante, halb unheimliche Weise auffällig, als ich eine Krankheitskrise des Helden zu charakterisieren hatte und dabei die Symptome Nietzsches, wie sie in seinen Briefen vorkommen, nebst den vorgeschriebenen Speisezetteln etc., wörtlich und genau ins Buch aufnahm, sie, jedem kenntlich sozusagen, aufklebte. So benutze ich montagemäßig das Motiv der unsichtbar bleibenden, nie getroffenen, im Fleische gemiedenen Verehrerin und Geliebten, Tschaikowskis Frau von Meck. Historisch gegeben und bekannt wie es ist, klebe ich es auf und lasse die Ränder sich verwischen, lasse es sich in die Komposition senken, als ein mythisch vogelfreies Thema, das jedem gehört. Das Verhältnis ist für Leverkühn ein Mittel, das Liebesverbot, das Kälteverbot des Teufels zu umgehen. Ein weiteres Beispiel. Gegen Ende des Buches verwende ich offenkundig und zitatweise das Thema in der Shakespeare-Sonette. Das Dreieck, worin der Freund den Freund zur Geliebten schickt, damit er für ihn werbe, und der wirbt für sich selbst. Gewiss, ich wandle das ab. Adrian tötet den Freund, den er liebt,
indem er ihn durch die Verbindung mit jener Frau einer mörderischen Eifersucht Ines Rodde ausliefert. Aber an dem unverfrorenen Diebstahlcharakter der Übernahme ändert das wenig. Die Berufung auf das Molière'sche »Je prends mon bien ou je le trouve« scheint mir selber nicht recht ausreichend zu sein zur Entschuldigung dieses Gebarens. Man könnte von einer Altersneigung sprechen, das Leben als Kulturprodukt und in Gestalt mythischer Klischees zu sehen, die man der selbstständigen Erfindung in verkalkter Würde vorzieht. Aber ich weiß nur zu wohl, dass ich mich schon früh in einer Art von höherem Abschreiben geübt habe. Zum Beispiel beim Typhus des kleinen Hanno Buddenbrook, zu dessen Darstellung ich den betreffenden Artikel eines Konversationslexikons ungeniert ausschrieb, ihn sozusagen in Verse brachte. Es ist ein berühmtes Kapitel geworden. Aber sein Verdienst besteht nur in einer gewissen Vergeistigung des mechanisch Angeeigneten und in dem Trick der indirekten Mitteilung von Hannos Tod. Schwieriger, um nicht zu sagen skandalöser, liegt der Fall, wenn es sich bei der Aneignung um Materialien handelt, die selbst schon Geist sind, also um eine wirkliche literarische Anleihe, getätigt mit der Miene, als sei das Aufgeschnappte gerade gut genug, der eigenen Ideenkomposition zu dienen. Mit Recht vermuten Sie, dass ich hier die dreisten und hoffentlich nicht auch noch völlig tölpelhaften Griffe in gewisse Partien Ihrer musikphilosophischen Schriften im Sinne habe, die gar sehr der Entschuldigung bedürfen, besonders da der Leser sie fordernd nicht feststellen kann, ohne dass doch, um der Illusion willen, eine rechte Möglichkeit gegeben wäre, ihn auf sie hinzuweisen. Fußbemerkung, die stammt von Adorno Wiesengrund, das geht nicht. Es ist merkwürdig, mein Verhältnis zur Musik hat einigen Ruf, ich habe mich immer auf das literarische Musizieren verstanden, mich halb und halb als Musiker gefühlt, die musikalische Gewebetechnik auf den Roman übertragen und noch kürzlich zum Beispiel hat Ernst Toch in einem Glückwunsch mir musikalische Initiiertheit ausdrücklich und nachdrücklich bescheinigt. Aber um einen Musikerroman zu schreiben, der zuweilen sogar den Ehrgeiz andeutet, unter anderem gleichzeitig mit anderem zum Roman der Musik zu werden, dazu gehört mehr als Initiiertheit, nämlich Studiertheit, die mir ganz einfach abgeht. Deshalb denn auch war ich von Anfang an entschlossen, in einem Buch, das ohnehin zum Prinzip der Montage neigt, vor keiner Anlehnung, keinem Hilfsgriff in fremdes Gut zurückzuschrecken. Vertrauend, dass das Ergriffene, das Abgelernte sehr wohl innerhalb der Komposition eine selbstständige Funktion, ein symbolisches Eigenleben gewinnen könne und dabei an seinem ursprünglichen, kritischen Ort unberührt bestehen bleibe. Ich wollte, Sie könnten diese Auffassung teilen. Tatsächlich haben Sie mir, dessen musikalische Bildung kaum über die Spätromantik hinausgelangt ist, den Begriff von modernster Musik gegeben, dessen ich für ein Buch bedurfte, welches unter anderem zusammen mit manchem anderen die Situation der Kunst zum Gegenstande hat. Meine initiierte Ignoranz bedurfte, nicht anders als damals beim Typhus des kleinen Hanno, der Exaktheiten. Und Sache ihrer Gefälligkeit ist es nun, korrigierend einzugreifen, wo diese der Illusion und Komposition dienenden Exaktheiten, die ich nicht ganz ausschließlich Ihnen verdanke, schief, missverständlich und das Gelächter des Fachmanns erregend herauskommen. Eine Stelle ist fachmännisch ausgeprobt. Ich habe Bruno Walter die Abschnitte über Opus 111 vorgelesen. Er war begeistert. Nun, das ist großartig. Nie ist Besseres über Beethoven gesagt worden. Ich habe keine Ahnung gehabt, dass sie so in ihn eingedrungen sind. Und dabei möchte ich nicht einmal allzu rigoros den Fachmann allein zum Richter einsetzen. Gerade der musikalische Fachmann, immer sehr stolz auf seine Geheimwissenschaft, ist mir etwas allzu leicht zum überlegenen Lächeln bereit. Mit Vorsicht und cum granus salis könnte man sagen, dass etwas als richtig wirken, sich richtig ausnehmen könnte, ohne es eben so ganz zu sein. Aber ich will nicht gut Wetter bei Ihnen machen. Der Roman ist so weit vorgetrieben, dass Leverkühn, 35-jährig, unter einer ersten Welle euphorischer Inspiration sein Hauptwerk oder erstes Hauptwerk, die Apokalypsis cum Figuris, nach den 15 Blättern von Dürer oder auch direkt nach dem Text der Offenbarung,
in unheimlich kurzer Zeit komponiert. Hier will ein Werk, das ich mir als ein sehr deutsches Produkt, als Oratorium mit Orchester, Chören, Soli, einem Erzähler denke, mit einiger Suggestivkraft imaginiert, realisiert, gekennzeichnet sein, und ich schreibe diesen Brief eigentlich, um bei der Sache zu bleiben, an die ich mich noch nicht herantraue. Was ich brauche, sind ein paar charakterisierende, realisierende Exaktheiten. Man kommt mit wenigen aus, die dem Leser ein plausibles, ja überzeugendes Bild geben. Wollen Sie mit mir darüber nachdenken, wie das Werk, ich meine Leverkühns Werk, ungefähr ins Werk zu setzen wäre? Wie Sie es machen würden, wenn Sie im Pakt mit dem Teufel wären? Mir ein oder das andere musikalische Merkmal zur Förderung der Illusion an die Hand geben? Mir schwebt etwas satanisch-religiöses, dämonisch-frommes, zugleich streng gebundenes und verbrecherisch wirkendes, oft die Kunst verhöhnendes vor, auch etwas aufs Primitiv-Elementare zurückgehendes, die Kretschmer-Beißel-Erinnerung, die Takteinteilung, ja die Tonordnung aufgebendes, Posaunenglissandi, ferner etwas praktisch kaum Exekutierbares, alte Kirchentonarten, A Cappella-Chöre, die in untemperierter Stimmung gesungen werden müssen, so dass kaum ein Ton oder Intervall auf dem Klavier überhaupt vorkommt, etc. Aber etc. ist leicht gesagt. Während ich diese Zeilen schrieb, erfuhr ich, dass ich sie früher als gedacht sehen werde, eine Verabredung für Mittwochnachmittag schon getroffen ist. Nun, so hätte ich Ihnen dies alles auch mündlich sagen können, aber es hat auch wieder sein Schickliches und mich Beruhigendes, dass Sie es schwarz auf weiß in Händen haben. Unserem Gespräch nächstens mag es vorarbeiten, und gibt es eine Nachwelt, so ist es etwas für Sie. Ihr ergebener Thomas Mann. Sechster Brief Thomas Mann an Gretel und Theodor W. Adorno, Chicago, 19. Mai 1946. Liebe Freunde, einen herzlichen Gruß noch vor dem Wiedersehen. Es geht mir den Umständen nach unerlaubt gut, und nur gegen Kurzatmigkeit werde ich noch eine Weile zu kämpfen haben, langatmig, wie Gott mich schuf. Wir denken am 24. zu reisen und hoffen Sie beide im besten Wohlsein anzutreffen. Ihr Thomas Mann. Siebter Brief Thomas Mann an Theodor W. Adorno, Pacific Palisades, 8. November 1947. Lieber Dr. Adorno, diese Schweizer Anzeige des Faustus wollte ich Ihnen aus dem markierten Grunde doch schicken. Andere sind noch aufgeregter, aber dies, der Eindruck, dass die Musik doch da sein muss, ist mir, wie das Überzeugende der biografischen Fiktion überhaupt, besonders wichtig. Die Neue Zürcher Zeitung kündigt in einem Vorbericht, der etwas Atemloses hat, ein Gespräch über das Buch mit einem Musiker an, nämlich mit dem darin genannten Musikkritiker Dr. Schuh. Seien wir neugierig. Bestens, Ihr T.M. Bitte um Rückgabe. Achter Brief. Thomas Mann an Theodor W. Adorno, Pacific Palisades, 18. Dezember 1947. Lieber Dr. Adorno, die Symposion durch zwei Ausgaben der Neuen Zürcher Zeitung gehend, darf ich Ihnen nicht vorenthalten, besonders nicht die Äußerung des Dr. Schuh, die manches Kompliment enthält, das ich weiterzugeben habe. Mein einziges Verdienst ist, die guten Dinge gut untergebracht und sie der Komposition einverseelt zu haben. Überhaupt ist die literarische Schweiz in nicht geringer Aufregung. Dies Kolloquium ist wohl ein Unikum in der Geschichte der journalistischen Buchbesprechung. Man sieht sich zu selten. Jetzt kommen Kinder, Enkel, Getümmel und Feste. Aber nach Weihnachten müssen wir uns einmal einen ruhigen, gesprächigen Abend schaffen. Grüße von Haus zu Haus. Ihr T.M. Neunter Brief Thomas Mann an Theodor W. Adorno, Pacific Palisades, 2. Juli 1948. Lieber Dr. Adorno, ich habe aufs Geratewohl das autobiografische Memoir über die Entstehung des Faustus, Roman eines Romans, zu schreiben begonnen und hätte gern dafür ein paar Daten und Gedächtnisstützen über Ihre Person, Herkunft und Laufbahn. Und wie war es noch mit Ihrer familiären Mischung, genuesisch-wienerisch, Ihren musikalisch-soziologischen Studien, Ihrem Verhältnis zu Horkheimer, Ihrer akademischen Tätigkeit in Frankfurt? Ein paar Notizen, wenn ich bitten darf. Ihr Thomas Mann.
Zehnter Brief Thomas Mann an Theodor W. Adorno, Pacific Palisades, 3. Juli 1948. Lieber Dr. Adorno, bitte sagen Sie mir doch ein möglichst positives Wort über diese Klänge. Sie stammen von einem jüngeren Schweizer Komponisten, Albert Möschinger. Auch Moors Antwort lege ich bei, die ich neulich mitzubringen vergaß. Auf bald, Ihr T.M.